Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich befinde mich heute in der Steiermark im Nationalpark Gesäuse. Welche Motive ich hier finde, das seht ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß! Ich bin heute wirklich bei den widrigsten Wetterumständen unterwegs. Es knallt die Mittagssonne so richtig vom Himmel und ärger als wie zu Corona gibt es hier nur Wanderer. Ich fand keinen Parkplatz, musste mich jetzt irgendwo am Waldesrand hinstellen und ich bin jetzt an einem Ort, wo ich schon öfters war, aber zu einer besseren Zeit. Dort, wo dieser Fluss von Jonsbach runterkommt, da werde ich jetzt schauen, ob ich das ein oder das andere Motiv finde. Ihr werdet mich jetzt vielleicht kaum sehen, aber hier habe ich mein Stativ ganz niedergestellt und ich werde jetzt hier hinauf fotografieren zu diesem Berg. Im Vordergrund das Wasser, die Sonne knallt nur so vom Himmel, es gibt harte Schatten. Ich habe einen Ende 1000 Filter aufgespannt und werde jetzt die Aufnahme machen. Ich kann nicht einmal beurteilen, wie das Bild aussieht am Display, denn es ist einfach unleserlich durch diese Kreidesonne und diese argen Bedingungen. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt eine Aufnahme machen. Ich kann nicht immer fotografieren, das habe ich schon öfters gesagt. Da muss ich auch oft am helllichten Tag losziehen. Nur, dass heute so ein Sonnentag ist und dass hier wirklich hunderte von Touristen da sind und alle Parkplätze zugemacht haben, das ist eine andere Sache. Aber ich muss ruhig bleiben. Ich gehe raus, um mich zu entspannen bei der Landschaftsfotografie, aber manchmal ist es relativ schwierig. So, jetzt werde ich hier die Aufnahme machen. Blende 13, einen ND-Filter 1000 und da vorne so einen Baumstamm, den werde ich hier im Vordergrund halten, ausrichten, die Wasserwaage und Blende 13, 6 Sekunden. Wirklich was hergeben tut jetzt im Endeffekt dieser Fluss nichts, um ein tolles Bild zu machen, aber jetzt ist etwas Schatten, ich hoffe, das bleibt noch ein paar Sekunden, dann werde ich hier eine Aufnahme machen. Hier ist ein Felsen, wo das Wasser herumschwirrt und mit einer Langzeitbelichtung will ich diesen Felsen mit diesem Wasser einfangen. Ja, da habe ich die Kamera jetzt postiert und auf diesen Felsen möchte ich hinaus fotografieren. Es ist wichtig, dass ihr etwas spielt mit den Belichtungszeiten. Ich habe früher ungefähr 2 Sekunden genommen. Da ist das Wasser aus meiner Sicht zu weich, zu träumerisch, sieht nicht so gut aus. Ungefähr bei einer halben Sekunde war es ideal. Die Bilder blende ich euch jetzt ein. Nach dieser Aufnahme seht ihr auch die restlichen.
Frage, die sich natürlich immer stellt, wenn man so Wasserläufe fotografiert, ist, welche Bände stelle ich ein, welche Zeit stelle ich ein, was mache ich mit den ISO? Also grundsätzlich muss man sagen, wenn man in der Mittagssonne fotografiert und man will das Wasser etwas glatt zeichnen, dann muss man eine längere Verschlusszeit wählen. Wenn sich das, weil es so hell ist, aber nicht ausgeht, nehme ich einen ND-Filter. Der ND-Filter, der wirkt wie eine Sonnenbrille und der dunkelt mir das Bild dann ab und ich bekomme eine längere Belichtungszeit. Jetzt habe ich zum Beispiel den ND-1000-Filter oben gehabt, weil die Sonne wirklich grell war, aber meine Zeit, ich wollte zum Schluss ja 0,5 Sekunden haben, damit das Wasser etwas Struktur bekommt, etwas härter wird, was aus meiner Sicht hier besser aussieht, konnte ich im Endeffekt diese 0,5 nicht mehr anders erreichen, als dass ich die ISO nach oben gedreht habe. Wenn ich die ISO nach oben drehe, wird zwar grundsätzlich das Rauschen stärker, aber die heutigen Kameras, ich bin da einmal auf 1000 gegangen, überhaupt kein Problem. Das Bild ist extrem ungriselig, also wirklich perfekt. Und wenn es griselig sein sollte und etwas rauscht, geht ins Bildbearbeitungsprogramm und macht das dann weg. Das ist kein Problem. Jetzt habe ich hier am Wasser einige Aufnahmen machen können, aber sie gefallen mir wirklich nicht richtig. Es war kaum irgendwas, was spektakulär aussah. Aber jetzt werde ich wieder hinunterfahren und schauen, ob unten ein Parkplatz frei ist, denn dann möchte ich noch einige gute Fotos schießen. Vielleicht gehe ich noch irgendwie hinunter auch zum Fluss. Bis jetzt ist die Ausbeute für mich nicht zufriedenstellend und die Bremsen, die nageln mich in einer Tour, obwohl ich insektensfrei oben habe. Jetzt gehen wir es weiter an. Ja, jetzt bin ich hier heruntergefahren und hier beim Weidendom angekommen. Und jetzt bin ich schon interessiert, was mich da erwartet. Im Zentrum Weidendom angekommen und werde hier hinten hinauf fotografieren. 1,3 Sekunden Polfilter Go. Ich habe jetzt etwas diesen Weg hier als führende Linie zur Bank genommen und hier hinauf dann ins Gebirge fotografiert. Ich werde jetzt hier eine Aufnahme machen, wobei ich dieses tote Holz im Vordergrund halte, hinauf dann zur Planspitze. Sieht recht gut aus. Blende 13. 3,2 Sekunden und go. Thank you.
dieser Stelle werde ich das heutige Video beenden und wieder die Heimreise antreten. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich begleitet habt in den Nationalpark Gesäuse. Hier zum Schluss war ich beim Weiten Dom. Hier gibt es nicht nur einige schöne Fotomotive, sondern das ist wirklich eine herrliche Gegend zum Wandern, auch mit Kindern. Man kann hier einige Spiele durchmachen. Es gibt für die Kleinen auch viel zu lernen über Insekten, über Bäume, über Blumen und so weiter und so fort. Und das Schönste ist natürlich, sich frei in der Natur zu bewegen, in einer intakten Natur. Und hoffen wir, dass es lange noch so bleibt. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf. Ciao, Baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Das hilft dem Algorithmus und meinem Kanal vorwärts zu kommen. Ciao, Baba, bis nächste Woche. Arrivederci.